Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Bändchen-Bug in Anführungszeichen. Und der ist abgeflogen. Ja, zu einem kleinen Benchmark mit dem MSI GT7272QD Dominator mit der Nvidia. Ach, kann ich ja mal kurz hin. So, mit der GTX 970M und dem Intel Core i7. Ja, da wollte ja jemand mal wissen, wie viele Frames ich denn habe mit was für einer Grafik. Das hört sich gerade total scheiße an, ehrlich gesagt, das der Ton. Na gut. Ja, wie man schon sieht, ich zoome da mal einfach ran. So, das Sampling natürlich auf 100%, weil mehr geht einfach nicht. Das schafft, glaube ich, wenn man eine Sly hat, schafft es die, aber sonst so glaube ich nicht, dass es so leicht ist. Ja, hier haben wir auf Ultra, 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 also alles so hoch wie es geht. Hier ist natürlich, also höher geht es nicht wie auf hoch. Und hier unten auf Standard, höher geht das da auch nicht. Hier habe ich so auf 2700 und hier natürlich das Maximum dann und Schatten habe ich auch auf 200. So. Bei der Anzeige dann Full HD, der ganze Rest weg. Oder, naja. V-Sync braucht man nicht, ich will ja die jetzigen Werte sehen. Und hier Blumen und so, das mag ich nicht, dieses Unscharfe und sowas. Und, nee, das mag ich natürlich nicht. SSAO natürlich auf hoch, höher geht's nicht. Aktiviert Caustic. Frag mich nicht, was das heißt, ich wusste es mal. Ja, hier natürlich auch alles so, wie es maximal ist halt. Ultra und hier auch auf SMA Ultra. Ich weiß nicht, ob CMAA noch besser ist, keine Ahnung. Ich bleib bei SMAA. Gut, dann spielen wir einfach mal eine Präsentation. Ich mache mal wieder den Ton leiser, weil das brauchen wir jetzt gar nicht. Dann nehmen wir mal, achso, ja, fortsetzen, Neustart. Muss man natürlich auf Neustart drücken. Ich habe da schon ein bisschen gespielt. Oh, muss ich wieder wegzoomen. Ein bisschen, ja. Ich hoffe, ihr seht gleich hier FPS oben. Wieder, jetzt gerade kann ich sie selbst nicht marken. 9, 10, doch, doch. Das Laden dauert leider beim Spiel ziemlich lange. Habe ich auch nur auf der HDD drauf, das Spiel, nicht auf der SSD. Weil das fand ich jetzt ein bisschen Quatsch, weil ein bisschen Zeit hat man ja eigentlich. Da muss man nicht schneller sein wie, was weiß ich, ein Kumpel oder so. So, überspringen. Und überspringen. Überspringen. Jetzt wird es immer wieder unscharf und scharf. Mhm. So, jetzt sind wir im Spiel mit 29 FPS. Achso, ja, das habe ich vorhin auch gehabt. Einmal habe ich mich dann gedreht und hat es geleckt wie verrückt, aber dann ging es. Will ich mich jetzt hier verarschen? Strom habe ich ja drin, also. Gerade habe ich nur 33 FPS. Ich habe so die ganze Zeit vorhin gespielt mit 40. Dann gucken wir hier einfach nochmal nach. Stellen zum Beispiel. Geht dann auf Servo und schon haben wir wieder 45 FPS. Und auf weiter. Jetzt haben wir 36. 37. Ich wollte gerade fliegen, aber wir fahren doch mal lieber mit dem Auto. 42, 41, wenn ich nach oben gucke, kriegen wir 63 FPS. Die Grafik, also wenn ihr unbedingt natürlich, es ist ja stockfrei, also so kann man echt super gut spielen schon, muss ich sagen. Ich bin sowieso kein FPS-Typ, der sagt, ja, ich brauche da 2 Millionen FPS. Das finde ich persönlich totaler sinnloser Schwachsinn. Gut. Dann fahren wir mal hiermit. Jetzt haben wir, das sieht man natürlich sehr schlecht. Huch, nicht doppelt, Leertaste. Lange nicht mal gespielt habe ich das Spiel übrigens. Vielleicht durchgehend so 30 FPS. Das ist natürlich nicht so gut. Was heißt nicht nur so gut, sondern es ist eigentlich echt doof.
Aber das Spiel läuft trotzdem sehr flüssig. Und wenn man da jetzt nicht so ein FPS-Typ ist, dann sollte das gar kein Thema sein. Und wenn mit bisschen Übung kann man das auch so spielen. Um natürlich 60 FPS rauszukriegen, stellt einfach nicht alles auf Ultra, also hier nicht alles auf Ultra, sondern auf Hoch. Nur auf Hoch. Dann habt ihr, das kann ich euch ja mal eben zeigen einfach. Hoch, 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 hoch. Ach, na ja, gut, das muss er wahrscheinlich. Nee, okay. Ich dachte, er musste öfters laden. Kann ich ja scrollen, ja. Hoch. Das würde ich so lassen. Könnt ihr, wie ihr wollt, natürlich, ne? Deaktivieren hier. Alt. Ja, doch, das könnt ihr auch ruhig deaktivieren. Das würde ich anlassen, weil man sieht dann hier, wo ist die Maus? Da, also ich zoome da mal kurz ran, vielleicht erkennt man das. Werd scharf. Los, Bild, schaff es! Ah, verdammt. Okay, er kriegt es leider nicht scharf. Ich kann auch nicht wegzoomen. Doch, jetzt. Gut. Gut. Jetzt sieht man ja hier wirklich diese Linie. Die ist ja total pixelig. Und wenn ich jetzt auf so gehe, ist natürlich sehr flach. Oder glatt. Die Frames sagen dazu, ein bisschen hoch machen, 52. 53. Also das könnt ihr gerne anlassen. Vor allem, wo man es auch gut sieht, sehe ich gerade. Sogar über die Kamera. Und zwar diese Strom. Messe. Wenn man das hier dann wieder hoch macht auf achtfach, sieht das natürlich wunderschön aus. Und eine FPS hin oder her, das ist, glaube ich, scheißegal. SSAO ist nochmal dieser erweiterte Schatten, dieser auf dem Boden, dieser Super Sampling Ambient Occlusion, dass halt der Boden schattig ist. Vielleicht sieht man das. Ja, sieht man, bringt aber nichts. Also an FPS mehr oder weniger. Darum kann man das anlassen. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt läuft es natürlich mit. Ich muss das Spiel neu starten, wahrscheinlich. Ich mache das mal, glaube ich, eben. Ja, gut, es läuft aber. Auf jeden Fall sehr flüssig jetzt, muss ich sagen. Wenn man das Spiel dann neu gestartet hat, das mache ich gleich, läuft es natürlich noch um Tucken besser, weil die ganzen Grafik-Dingsies, Grafikeinstellungen dann natürlich auch komplett übernommen wurden. Jetzt natürlich nicht so zu 100%. Und was man noch sehr, also was noch sehr wichtig wäre vielleicht, wenn man wirklich da unbedingt da die beste Frames haben will, dann ganz einfach, was natürlich auch noch sehr viel bringt, das hier. Guckt da einfach nach, ihr braucht das ja hier nicht auf 12.000 zu machen, das ist ja wirklich Quatsch. Dann geht er hier halt, dann guckt er hier nach, keine Ahnung, hier so ganz langsam hoch, dann seht ihr schon da hinten, baut sich was auf, das könnt ihr hier wegmachen zum Beispiel, der Schatten, den könnt ihr wegmachen. Guckt danach, ab wann, wie weit wollt ihr was sehen? Ich würde zum Beispiel sagen, so, ja gut, um die 2,8. So habe ich das natürlich bei mir auch immer eingestellt. Könnt ihr hier auch noch. Guckt ihr hier vorne beim Gras hier. Da. Da fusselt so ein bisschen Gras mehr weg. Könnt ihr auch eigentlich so hoch machen, dass ihr ein bisschen trotzdem noch was seht. So. Gut ist. Und schon knallen euch die FPS voll hoch. Auf 60 FPS. Und das Spiel sieht trotzdem noch sehr schön aus. Natürlich nach dem Neustart. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade 65, 66 FPS. 64, 67. Ja. Ist natürlich vollkommen ausreichend. 45 FPS und drüber, das ist wieder Quatsch, finde ich. Manche holen sich natürlich einen 144 Hertz Bildschirm und sagen, ja, guckst du.
hab ganz viel Herz und bringt nichts. Finde ich. Ich habe mir schon mal den Unterschied angeschaut. Das ist, finde ich, totaler Quatsch. Es bringt von der Performance nichts. Hauptsache, man hat einen Bildschirm mit unter 2 Millisekunden Reaktionszeit. Der hier hat genau 2 Millisekunden. Jetzt bin ich in die Kamera gekommen. Und ja. Also ich bin nicht so ein Typ, der sagt, ja, ich brauche hier 2 Millionen FPS. Hab lieber eine etwas schönere Grafik und ich meine, man kann ja auch mit 30 FPS sehr, sehr gut spielen, finde ich. Manche sagen, das geht gar nicht. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Spiele natürlich sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde die natürlich dann auch testen. Die müsste ich natürlich nur haben. Einzige kleine Problem, es gibt dafür eine Demo oder ihr wollt irgendeinen Benchmark nochmal sehen. Ich habe, glaube ich, schon einige von diesen Laptop hochgeladen. Und ja. Das Ding ist langsam. Ich würde jetzt gerne mal irgendwo ganz schnell runterfahren. So als Abschluss. Fahren wir mal da lang. Ja, wie man auch sieht, das Gras baut sich ja eigentlich direkt vor einer auf und das sieht doof aus, finde ich. Jetzt geht's los. Oben die KMH. Ich weiß gar nicht, wie schnell das Ding hier eigentlich kann. Das Ding geht gleich auch kaputt. Oh, Stein, Stein, Stein. Drüber, okay. Ging ja nochmal gut. Sowas macht natürlich auch ziemlich Spaß bei dem Spiel, einfach nur so sinnlos zu fahren, aber ja. Du müsstest noch irgendwie richtig schnelle, normale Autos geben. Gibt es, ich glaube, nur bei Altes Live, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ansonsten ist es echt cool, das Spiel. Macht auch Spaß, vor allem Altes Live haben wir ja ewig lange gespielt. Ja. Gut, falls ihr da noch irgendwie Fragen habt, was ich hier vielleicht ausprobieren soll. Also den Neustart mache ich gleich. Also was ich trotzdem noch ausprobieren soll von der Grafik her oder von Spielen her oder irgendwas. Ja, mache ich gerne, wenn ich das Spiel habe oder es eine Demo dafür gibt. Gut, ich habe natürlich auch noch mit einem Kumpel da was ausprobiert. Er hat die GTX 550 Ti. Ja, ist sehr alt. Kann man vielleicht auch absolut gar nicht vergleichen mit der Grafikkarte hier drin. Aber er konnte Terra. Das Spiel auf Medium spielen, gerade so. Und ich hier auf diesem Laptop auf Ultra mit 90 FPS kann ich euch natürlich auch noch zeigen, falls es euch interessiert. Ja, von GTA 5 habe ich. Oh Gott. Okay, das war. Ach, das Ding ist ja unkaputtbar. Also bei Altes Live das Teil kaufen kostet zwar ziemlich viel, aber ja. Also, Spiele. Ich werde natürlich noch gucken, was ich denn für. Spiele habe, wo ich mal jetzt heute gleich noch ein Benchmark mache. Das ist alles unkonvertiert. Ich hatte Polizei. Also ich lade das so hoch, wie es ist. Und ja, ich lasse hier noch mal ein bisschen laufen. Ah nee, ich wollte ja neu schauen. Mann, siehst du, oh, habe ich fast vergessen. Übrigens meine dritte Aufnahme. Bei der ersten habe ich ganz wenig geredet. Aber ich habe mir so überlegt, ja, naja, ein bisschen mehr reden. Ihr könnt ja auch abschalten, wenn euch das nervt. Nein, bleibt da, bitte. Und das fahre ich hier runter. Oh, bei GTA geht das. Gut, dann mache ich mal kurz einen Neustart vom PC und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück bei unscharf.tv. Gut, jetzt habe ich wirklich meine 61 FPS, 68, 67, einmal drehen, 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 65, 69, 70 FPS. Hab natürlich die Grafik, wie gesagt, auf hoch, nicht auf ultra, super, mega, hammer, sondern auf hoch. Ach, hier könnte ich das, naja, okay, auch alles umstellen mit einem Klick. Gut. Ja, nee, so will ich erstmal ein bisschen fahren für euch. Kann auch mal fliegen. Ich fliege mal eine Runde. Ne, da ist der Boden ja sowieso von der Grafik her. Sehr scheiße. Habt ihr, glaube ich, gar nicht gehört. Dann fahren wir noch mal eine Runde. Ich kann auch hier mal C drücken für Rauch.
Da gehen natürlich die FPS runter wie verrückt, klar. Na gut, geht. 50, 48. Man merkt aber nicht, dass es stoppt. 46. 45 war es das Niedrigste, was ganz kurz war. Halt, ich guck mal schnell hin. 44. 44 FPS war es das Niedrigste. Und ich denke mal nicht, dass da manche sagen, oh mein Gott, ist der Laptop schlecht. Ich meine, die Grafikkarte ist momentan noch eine der fast stärksten. Ich meine, die GTX 980 ist die stärkste und die ist nicht nur ein Tuck oder ein Hauch schneller wie die, die ich jetzt hier drin habe, die GTX 970, sondern ist extrem viel schneller. Ja. Jetzt habe ich über 60 FPS durchgehend. Okay, das war ein kurzer Trip. Ja, aber man sieht schon. Hä? Steck aus. Genau, einfach ausstecken. Ja. Ups. Gut. Also man hat sehr viele FPS und wenn ich jetzt mal wirklich mal wieder alles auf Ultra mache. Dauert. Muss ja die Texturen okay ging schnell. So, machen wir mal hier auch Schatten hoch, hoch, hier Ultra. Wenn man schon auf Ultra drückt, dann soll es auch Ultra sein. Ultra, Standard, genau. Anzeige ist gleich. Hier ist alles. SMAA aktiviert. Ging nicht höher. Hier. Ja, das mag ich alles nicht. Ich mag es einfach nur nicht. Man kann es hoch machen. Ich weiß nicht, was es bringt. Außer Unschärfe und Fusselzeug da. Gut, hier kann ich natürlich. Ach, das geht gar nicht. Das ging. Bei manchen Spielen geht das. Da kann man auf Ultra D stellen, aber es rendert dann automatisch runter. Gut, hier kann man natürlich dann noch auf 200% stellen. Dann kann man hier noch auf 12.000 Sichtweite stellen. Dann hat man natürlich auch seine kleinen FPS. Es läuft bei mir bestimmt richtig beschissen. Und es ist eigentlich, finde ich persönlich, totaler Schwachsinn, so zu spielen, weil das ist. Weiß nicht, das ist. Das sieht man nicht, den Unterschied zwischen 100 und 200%. Ey, jetzt leckt es noch, weil. Naja. Ja, gut. Also wenn er spielen wollt mit viel FPS, macht so. Dann gehen die FPS hoch. Keine Ahnung warum. Gut, dann machen wir hier wieder alles auf, so wie ich das gerne haben möchte. Nicht über 2800 und gut ist. So einfach. Finde ich, hat man genug FPS. Man kann gut spielen. Und gut, also meine perfekte Einstellung für mich, vielleicht für manche andere auch von euch, halt alles auf Ultra. Gelände auch auf Ultra, also wirklich alles auf Ultra. Aber nicht über 2800. Und Full HD und der ganze Rest halt, ja, klar. Hier dann so halt, ja, wie ihr das seht. Gut, dann war's das. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das jetzt irgendwie weitergeholfen. Auf jeden Fall, man kann hier alles auf Ultra spielen. Schruckfrei, okay, wie man es nehmen will. Ich werfe jetzt mal alles hin. So, jetzt haben wir dann auch nochmal Qualm, also Nebel, Rauch. Da gehen natürlich bestimmt die FPS runter. 37, 38. Das seht ihr jetzt auch wenigstens. Das geht. Also. Ist so geil hier mit dem. Das sieht total geil aus bei dem Spiel. Je nachdem, von wo auch der Wind kommt, das ist total krass. Das sind zwei Granaten übrigens. Ja, also 37 FPS, es läuft super flüssig. Man könnte hier immer noch bababababa machen, ne? Gut. Dann war's das jetzt, würde ich mal so behaupten. Und 31 FPS, okay, das ist ein bisschen wenig, muss ich jetzt mal ehrlich sagen.
29, 27, was geht denn jetzt? Wird der hier zu heiß? Ne, keine Ahnung. Hat scheinbar irgendwie Rad. Mist, jetzt ist aufgehört. Gut. Es ist spielbar. Für mich auch ehrlich gesagt sehr gut. Wenn ich altes Live spiele, drehe ich natürlich noch ein bisschen an irgendeiner Grafik rum, damit es ein bisschen flüssiger trotzdem noch läuft. Weil umso flüssiger, umso besser ist es natürlich trotzdem. Gut. Ich gucke dann nochmal nach, was ich denn vielleicht noch für euch als Benchmark machen kann. Vielleicht gibt's ja nicht ein Benchmark? Das wäre natürlich das Beste. Konfigurieren. Müsste ich. Sind das Benchmarks? Ich müsste aber wirklich nachgucken. Vielleicht gibt es hier wirklich Benchmarks, richtig, die ich noch gar nicht gesehen habe. Autodeck verstecken. Falls es Benchmarks gibt, könnt ihr mir gerne schreiben. Unten in die Kommentare. Ich werde die dann ausführen und dann ist gut. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Abonniert mich und gebt einen Daumen nach oben.